Wir begrüßen Sie, liebe Zuschauer, aus der Velditz Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten die Partie heute für Sie. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen den 1. FC Nürnberg. Das Spiel läuft, Königsblau mit dem Anstoß. Bentaleb. Burgstaller. Konopljanka. Da kommt der Pass. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Rudi. Guido Burgstaller. Klasse Pass. Jetzt Konopljanka. Und das war knapp, aber es war abseits. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Schalke jetzt über außen. Pass auf die Außenbahn. Ball kommt rein. Schade, da war sicher mehr drin. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Bentaleb. Super Pass! Guter Steilpass. Tolles Zuspiel. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen. Behrens! Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Schalke jetzt über außen. Der Ball ist weg. Abstoß. Das ist ein Foul. Freistoß. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Kubo. Leibold. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Breel, Donald, Embolo. Da können Sie erstmal klären. Schalke mit dem Einwurf. Caligiuri. Caligiuri. Embolo jetzt. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Es gibt hier Einwurf.
Leibold. Sie bekommen den Einwurf. Kerk. Leibold. Er passt ihn auf den Flügel. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Der Ball kommt rein. Ah, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Breel, Donald, Embolo. Bentaleb. Schalke jetzt über außen. Caligiuri. Da kommt die Hereingabe. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Flanke jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Das ist kein gutes Spiel von Embolo bisher. Er trifft heute viele falsche Entscheidungen auf dem Platz. Auch deshalb nur ganz wenige Aktionen. Kurz ausgeführt. Hereingabe. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Bauer. Super dazwischen gegangen. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Burgstaller. Von Pianca. Da ist die Flanke. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Kubo. Leibold. Ronaldo. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Burgstaller. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt die Flanke. Daniel Caligiuri. Sebastian Bentaleb. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Boah, jetzt darf es dann doch bitte etwas mehr sein. Ja, Wolf. Da hast du mal recht. Überschaubares Niveau bisher. Kubo. Da kommt die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Caligiuri. Toller Pass. Die kurze Variante. Der geht nicht rein. Alle waren hier schon aufgesprungen und dann verhindert das Alu diesen Treffer. Eine unglaubliche Szene. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee.
Der Ball kommt. Da können Sie erstmal klären. Behrens. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Caligiuri. Schalke jetzt über außen. Guido Burgstaller. Da muss er flanken. Sie bekommen den Einwurf. Nabi Bentaleb. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Salif Sané. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Pereira. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Salif Sané. Caligiuri. Embolo jetzt. Rudi. Burgstaller. Und der Vorteil für Schalke. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Salif Sané. Rudi. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Jetzt der Schuss! Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Ein Moment für die Ewigkeit vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Gemacht, gemacht, Wolf, ganz ruhig. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Rudi. Rudi. Embolo jetzt. Schalke jetzt über außen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Kubo. Pereira. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da haben Sie jetzt Platz. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Kubo. Pass auf die Außenbahn. Einwurf, der Ball war draußen. Beide Teams werden wechseln. Pereira. Leibold. Die Flanke bleibt hängen. Jetzt ist Platz für den Konter. Tolles Zuspiel. Achtung jetzt. Toller Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Super Pass. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Die Schalker jetzt mit der Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Gut. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Der hätte sitzen können. Die Flanke kam passgenau für einen erfolgreichen Abschluss. Der hätte auch drin sein können, aber der Ball geht drüber.
Ein Tor braucht der FC Schalke, um hier auszugleichen. Es wird noch mal laut in der Felditz Arena. Vielleicht hilft die Unterstützung der Fans. Die Stimmung ist klasse. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ronaldo. Schalke will den späten Ausgleich und die Fans sind sich ganz sicher, das klappt. Mal gut. Da passt er auf, Ball geklärt. 6 Minuten haben wir hier noch. Konoplyanka. Da zieht er ab. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Den Ball hat er. Ganz souverän. Schöne Aktion. Den spielt er gut. Burgstaller. Da ist das Tor. Doch, doch. Sie haben sich einfach nicht aufgegeben. Klasse. Und hier nochmal der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Damit hätte wirklich keiner mehr gerechnet. Die haben sich nie aufgegeben und belohnen sich dafür. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Gut. Konoplyanka. Schalke jetzt über außen. Und da wäre jetzt Platz. Wir können nichts aus der Flanke machen. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten.